Hallo, ich begrüße Sie zu dem nächsten Versuch des Leistungskurses Physik der Friedrich-List-Schule in Wiesbaden. Heute zeigen wir Ihnen elektrische Felder an dem Grieskorn-Versuch. Dazu aber gleich mehr. Als erstes möchte ich Ihnen zeigen, wie magnetische Felder aufgebaut sind, die Sie wahrscheinlich kennen. Wird das oft sichtbar gemacht? Wir haben unter dem Papier Magneten gelegt und hier ein paar Eisenfeilspäne draufgesprüht. Und hier kann man magnetische Felder kann man hier erkennen. Aber jetzt möchten wir was Neues lernen und deswegen schauen wir uns elektrische Felder an. Dazu haben wir hier eine Spannungsquelle genommen und dazu handelsübliche Grießkörner, wie wir eingekauft haben, in eine Öllösung gelegt. Und ich halte jetzt mal den Strom an und dann wird man erkennen können, dass die elektrischen Felder Feldlinien zeugen. Dazu schauen wir einmal auf die Tafel und da können wir wunderbar sehen, dass diese Linien immer senkrecht aus der Anode entstehen und ausgehend von diesem Ring sind, aber weil hier die Spannung etwas niedrig ist, formen die sich nur ungefähr und werden keine langen Schlangen. Ich bereite den nächsten Versuch zu und dann gibt es einen kleinen Cut. So, bei dem nächsten Versuch haben wir den äußeren Ring beigehalten und einen weiteren Ring nach innen eingefügt. Ich halte jetzt mal den Strom ein, dann können Sie erkennen, was passieren wird. Huch, das war ein bisschen zu viel, fängt an zu spritzen. So, wir schauen auf die Tafel und das ist das Prinzip, was angewendet wird im Flugzeug, wenn ein Blitz eintreffen würde. Wir sehen hier, unser äußerer Ring simuliert die Wolke, die geladen ist von der Energie. Und in der Mitte unser Flugzeug, was simuliert wird durch diesen inneren Ring. Und da drin sind die Passagiere. Und wenn diese Wolke jetzt geladen ist und ein Blitz entsenden würde auf das Flugzeug, sieht man, dass die Passagiere im Inneren vollkommen verzerrt bleiben würden. Oder bleiben, weil es eventuell auch schon passiert ist. Okay, für den nächsten Versuch, den Sie schon aufgebaut sehen, ich habe den Strom noch nicht eingeschaltet, will ich Ihnen zuerst noch erklären, wie Benjamin Franklin darauf kam, den Blitzableiter zu erzielen. Denn er ließ bei einem Gewitter einen Drachen verbunden mit einer feuchten Schnur in den Himmel steigen und da schlug ein Blitz ein. Das hat man in Verprägungen in seiner Hand gesehen und das hat er sich bescheinigen lassen von einem Priester, weil man ihm den Priestern damals geglaubt hat. Auf jeden Fall kam Franklin auf die Idee, dass man Spitzen auf die Häuserdächer platzieren kann, verbunden mit einer leitenden Verbindung in die Erde, dass die Energie des Blitzes einschlägt und an dem Haus vorbeigeleitet wird. Dieses Phänomen haben wir jetzt hier simuliert. Dieser Stab hier vorne soll die Wolke darstellen und diese zwiebelförmige Spitze soll der Blitzableiter darstellen. Nun schalte ich wieder den Strom ein und da wird man erkennen, dass die Blitze, oder jetzt simuliert durch die Grießkörner, vermehrt in die Spitze einschlagen, sogar die Grießkörner da hoch an die Spitze wandern, weil da die elektrischen Felder am stärksten sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben heute wieder was dazugelernt. Und würde mich freuen, wenn Sie noch ein weiteres Video anschauen.